So. Hanging Tools. Hey, da. Machen wir 4. Kommst du was? Du bekommst was? Du bekommst sogar 2. Okay. Damit ist die Werft fertig. Damit ist die Werft fertig. Fisch bekommen sie nicht. Weil dazu fehlt der Platz. Nice. Bitchan, du sagst es. Nice. Dieses kleine süße Häuschen hier ist fertig. Ne, ein bisschen Zeugs. Draußen so ein bisschen kann sich der Bewohner hinsetzen. Nicht durch die Löcher fallen, die bewusst so gemacht sind. Das da. Eine Schale auf dem Beistelltischchen. Das sieht jetzt so ein bisschen mehr so aus, als würde hier tatsächlich mit irgendwelchen angelieferten Waren gearbeitet werden. So. Hier wohnt unser kleiner Freund. Alle beide. Klein, gemütlich, einfach gehalten, sehr einfach gehalten. Nicht zu krass überdekoriert, ich habe wahrscheinlich sowieso viel zu viel genommen. So machen, damit er nicht abhaut. Außen so ein bisschen was hingepackt. Damit das zumindest so ein bisschen bewohnter aussieht und hier... Für 2 Leute. Ne? Und die Sklavenarbeiter, die schlafen in dem Gefängniswagen da drüben. Damit ist Tortuga, bis auf das, was uns kaputt gegangen ist, dank Conan Bugsides, ist Tortuga fertig. Wird an den Schiffen nicht viel dran rummachen mehr. Die werden genauso bleiben. Da jetzt noch groß anzufangen, irgendwie zu dekorieren. Die sehen auch an sich schon gut dekoriert aus, muss gar nicht mehr. Und dann hier noch ein paar kleine Leute sammeln. Irgendwelche Soldaten oder Fußsoldaten. Man dann hier aufstellen kann. Bei Fischer fehlen mir noch. Aber ansonsten ist Tortuga fertig. Ist schick geworden. Oh ja. Finde ich auch. Absolut. Zuchtmeister ist dran. Zwei Leute habe ich ja noch.
da drüben in dem kleinen Häuschen hätte ich gerne so einen etwas älteren. In die Jahre gekommenen. Hier dachte ich mir, zwei junge Leute. Und da dann auch vielleicht ein etwas älterer. Diese zwei hier, die sehen mir relativ jung aus. Er hat einen absolut schicken Bart, aber sieht trotzdem recht jung aus. Der Bart ist noch nicht grau. Also wie wär's? Der bekommt seine Freundin und die beide wohnen hier. So. Muss auf begehbarem Boden platziert werden. Du kannst mich mal. So, die guckt sich den Fisch. Die guckt sich den. Die guckt sich den Fisch an, so fast. Absolut alles ein Braunton, kann das sein? Bis auf die Lippen. Ist alles exakt das gleiche Braun. Genau bei dem. Ihr passt hervorragend zusammen, ihr habt die gleiche Haarfarbe. Es ist der gleiche Braunton, kann das sein? Die Augenfarbe ist anders. Aber ansonsten könnten sie Geschwister sein. Die sehen mir zu sehr nach Geschwistern aus. Die sehen mir zu sehr nach Geschwistern aus. Diese hier packe ich hinter die Bar. Könnten fast Zwillinge sein. Ist das denn hier? Ja, okay, Zwillinge sind sie nicht, aber verwandt. Etwas enger verwandt. Deshalb kommst du hinter die Bar. Verarschen. Komm her jetzt, wo bist du? Da bist du. Hey. Krieg dich noch hinter die Bar. Irgendwie bekomme ich dich hinter die Bar. Auch wenn es das Letzte ist, das ich tue. Muss auf begehbarem Boden platziert werden. Da ist jede Menge begehbarer Boden. Ich gebe zu, hinter dieser Bar ist nicht so viel Platz. Aber der Boden ist durchaus begehbar. Jetzt lass dich da hinten hinstellen, sonst arbeitest du hier als Kellnerin. Das ist doch nicht wahr. Sweet Home Alabama. Ja, eben nicht. Der Boden ist wunderbar begehbar. Stell dich nicht so an. Dann kommt der da vielleicht nicht so unbedingt leicht raus. Der Boden ist herrlich begehbar. Ich kann dir auch einen anderen Dienst in dieser Taverne geben.
Diese Taverne hat ein zweites Stockwerk. Funcom sagt nein. Ich glaube auch du. So. Damit ist das geklärt. So, was bist du? Du bist ein Farmer. Farmer kann ich leider nicht gebrauchen. Funcom, Funcom, Funcom. Sie hätte die perfekten Qualitäten für Taverneninhaberin gehabt. Aber nein. Das Funcom steht für... Das Fun in Funcom steht für naja nicht so gut, ne? So, diese drei Fackeln wollten wir noch setzen. Das F steht für Kompetenz. Funcom hat für sie eine andere Karriere vorgesehen. Oh ja. Die sehen gut aus, die Fackeln. Mal, wenn man da so reinschaut, dann sieht das gar nicht so schlimm aus. Also. So. Oder wenn man hier so reinlinst, sieht das voll in Ordnung aus. Cool. Vielleicht noch ein bisschen Beleuchtung an manchen Ecken. Einfach nur, damit es nicht zu dunkel überall ist. Kann ich hier noch... Nee, hier? Da. Die sehen eigentlich ganz in Ordnung aus. So, das Metallteil übers Wasser, damit sich da auch keiner den Kopf dran stößt. Brauchen wir eigentlich kein Licht? Hier vielleicht? Die Dame bekommt Hunger.
So. Vorne ist eigentlich genug Licht durch diese Schädellampen. Wird es gerade hell, aber ich würde gerne sehen, wie das im Dunkeln mit der Beleuchtung aussieht. Es soll auch nicht zu hell sein, sondern gerade nur so ein bisschen. Dass man nicht unbedingt irgendwo gegenrennt, sondern in etwa sieht, wo man lang rennt. Überlegen, ob ich hier noch was hinmache oder ob der hier drüben genug ist. Also ein bisschen auf Stockeduster warten. Kommt ja von dem einen oder anderen Haus, kommt ja auch genug Licht. Zum Beispiel von der Taverne eigentlich. Von dem hier halt gar keines bisher. Wenn man dann von dem Obi irgendwie, ne, nachts kommt. Bis du dich dann orientiert hast, ist morgen früh. Eigentlich auch ganz schick, wie das Wasser hier angeleuchtet wird, muss ich zugeben. Ja, der sollte eigentlich reichen. Die zwei hier geben genug Licht ab, dass das bis hier rüberkommt. Der hier gibt auch einiges an Licht ab. Die Brücke ist beleuchtet, dann sieht man, wo man hier vorne hinläuft. Ah, der Regen hört auf, das ist wunderbar. Den hier brauche ich tatsächlich. Das ist genug Licht, ne? Muss ja auch nicht alles so perfekt krass hoch beleuchtet sein. Mal gucken, kurz die Zeit anhalten, dass wir das auch gut gucken können hier. Den hier für die beiden Brücken, dass du hier nicht großartig reinfällst. Genauso den hier. Und diese zwei Teile beleuchten das komplette Mittelteil hier. Plus hier drüben so ein bisschen. Und der hier übernimmt eigentlich nur Licht für ins Haus rein, weil hier drin ist absolut gar nichts. Da kommt auch nichts rein. Und so ein bisschen die Brücke hier. Das passt. Dann kannst du dich hier gut orientieren. Hier hast du eigentlich auch genug Licht, aber das Boot wird hier so cool angestrahlt. Das sieht irgendwie cool aus. Alle anderen Boote im Dunkeln, bis auf dieses hier,
Das hat hier so ein bisschen. Das sieht irgendwie cool aus. Ja, das passt wunderbar. Das ist vom Licht her absolut genug. Hier draußen brauchen wir kein Licht. Werden auch vom Wasser her genau das Richtige beleuchtet. Hier mache ich vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Jeweils nur ein pro vielleicht. Ja, das ist ein bisschen angenehmer. Dass ich nicht auf beide Seiten einen mache. Sondern nur auf eine. Hat man dieses leicht türkisfarbene Wasser. Hi. Willst du da auch einziehen? So, den hier brauchen wir auch nicht, den in der Ecke. Hier ist genug Licht. Mehr als genug Licht. Da war mein. Es muss symmetrisch aussehen. Fackel auf beide Seiten. Genauso hier. Da reicht eine Fackel. Die Fackel macht genug Licht für hier und hier. Sie sieht cool aus, ja. Das ja, aber sie macht genug Licht. Und dann haben wir die hier drüben noch. Nachts sollten die sowieso nicht arbeiten. So. Ja, das passt doch. Genau die richtigen Ecken sind beleuchtet, nicht alles. Dann hast du hier in der Mitte in der Taverne, spielt sich ja nachts das ganze Leben ab. Und hast du dann da die Mitte beleuchtet. Hier mit dem Wasser. Was cool wäre, dass man Seetang oder was noch pflanzen könnte. Dominik, einen wunderschönen guten Abend. Hi, schön, dass du da bist. Dass man vielleicht sowas Korallenriff-ähnliches machen könnte, das wäre cool. Die Pflanzen unter Wasser, das sieht hier jetzt natürlich, weil ich gebaut habe, sieht das absolut leer aus. Man könnte vielleicht so ein bisschen spielen mit Aloe-Deko-Pflanztöpfen. Aber ich glaube nicht, dass das großartig was aussehen würde. Das sähe, glaube ich, ein bisschen komisch aus. Ja, die richtigen Ecken sind beleuchtet, das passt. Die Mitte beleuchtet quasi den Rest auch noch weiter. Ja, wunderbar. Kann ich die Zeit ja wieder anmachen. Haben wir genug geguckt. Ich mag mein Piratendorf. Der Thronsaal hinten muss noch gefixt werden. Aber da werde ich privat gucken, was uns da verloren gegangen ist. Werde das privat wieder so hinbauen, ähnlich wie es war. Die Mini-Pets, die mir da verloren gegangen sind, die werde ich mir spawnen, per Admin.
Ja, das bekomme ich auch wieder hin. Es ist halt nur ärgerlich, nervig. Das Licht passt sehr gut. Cool. Cool. Ich habe das okay aus dem Chat bekommen, das passt schon. Das da, das könnte ich noch einreißen, das gehört da eigentlich gar nicht hin. Wobei ich das eventuellerweise an anderer Stelle einfach aufbauen könnte. Vielleicht in kleine, nur 2x2. Und dann packe ich da einen Bären rein. Oder so. Das wäre vielleicht etwas. Könnte man auf eines der Schiffe packen. Auf dem einen oder anderen Schiff habe ich schon so andere Käfige. Aber vielleicht. Weil hier habe ich eh schon einen. Das ist auch so ein anderer Käfig. Nee, dann muss ich den nicht extra noch irgendwo anders aufbauen. Dann packe ich da einen Bärenlöwen. Hast du nicht gesehen rein? Irgendwie sowas. Genauso wie das hier. Den wollte ich Futter verpassen, ne? Bei denen habe ich geschaut, welche so cooles Totenkopf ähnliches Gedöns bekommen. Futter, ne? Und eines dieser Yamatai-Krokodile. Es gibt vier verschiedene Schiefernrücken. Ein Käfig muss ja nur so groß sein wie FreeCast. Ja. Das ist richtig. Da war er ja auch schon drin. Deshalb stand der Käfig da. Weil er und Todesritter mich mal geärgert haben. Also habe ich den Käfig aufgebaut und die zwei da reingesperrt. Das war lustig. Und zum Thumbnail haben die zwei sich von außen betrachten können. Das war auch cool. So, aber ich glaube. Diese Tür muss ich zumachen. BT, du greifst nichts an. Ja. Erinnerst du dich? Weil wenn der große Varan, wenn der hier spawnt, der geht in die Häuser rein. Genauso der da hinten spawnt, der kommt hinten rüber. Kommt dann hier vorne lang. Der reagiert dann immer und möchte sich hier durch die Wand mit dem prügeln, was natürlich nicht funktioniert.
So, hier lassen wir es erstmal zu, bis ich da die Ecke hier gefixt habe. So, damit der mir nicht auch noch kaputt geht. Pack ich den mal zu den in die Deko-Kiste. Genau hier. Und bis ich das chemische und Yamatai-Futter habe, packe ich diese zwei. So, den Kühlschrank habe ich hier drin. Mal ein paar Warane und ein Schlüpfling. Und da kommt. Sehr gut. Ich habe ihn genau hier lang laufen sehen. Sehr gut. Hervorragend. 1A. Gute Show. stellt euch dazu den Serious Sam Soundeffekt vor. Anime Speed Balken. Die von der Seite reinkommen. Ah, wunderbar. Hervorragend. Ich finde, das war ein guter Abschluss. Nice. Danke fürs Zuschauen in diesem Sinne.